Wenn ihr wissen wollt, was mir Ungewöhnliches beim Angeln an der Sieg an den Haken gegangen ist, ja, dann bleibt dran. Ich verspreche euch, es war kein alltäglicher Fang. Hallo und herzlich willkommen zu Garten, Land, Leben, Selbstversorgung. Unser Selbstversorgung gehört meiner Meinung nach auch Angeln und Jagen. In der Reihe Endlich wieder Angeln möchte ich euch ja verschiedene Angelparks und Angelspots vorstellen. Die Aufnahmen zu diesem Film sind allerdings schon 4 oder 5 Jahre alt. Ich will sie euch aber auf keinen Fall vorenthalten. Das ist nämlich sensationell, finde ich. Nein, das ist mir leider nicht an den Haken gegangen. Ich meine, für meine Frau den Hai, ganz klar, den Hai. Aber jetzt kommt der richtige Clip. Wollen wir mal gerade festhalten, was ich jetzt hier an der Rute habe. Das ist eine Schildkröte, Rainer. Guck dir das mal an, eine Schildkröte. Ich habe eine Schildkröte in der Sieg gefangen. Du musst dann aufpassen, dass die... Wo kommt die denn her? Dass du den überhaupt rauskriegst. Ja, die holen wir im Köcher. Nee, das ist schon klar, den Haken rauskriegst. Ach so, ja, ja. Die hält nicht still. Nee. Ja, je nachdem. Ne, die hat den geschluckt, der Scheibenkleister. Das ist ja mal blöd, ey. Fuck. Nimmst du mal das Seil oder den Kescher, kommst du mit dem Kescher da dran? Ist der lang genug? Ich denke schon. Hier unten müsste ich noch dran kommen. Jetzt haben wir. Aber da musst du jetzt sehen, wie die Handschuhe an und da musst du gucken, wie das rauskriegst. Kann okay, ich halt mal fest. Unglaublich. Unglaublich, das fasse ich immer noch nicht. Eine Schildkröte. Eine Schildkröte in der Sieg. Ja, ja, will ich. Na, die geht schon wieder Richtung Wasser. Ja, ja. Platsch. Und weg ist er. Egal wie oft ich die Aufnahmen sehe, ich bin immer wieder aufs Neue verblüfft. Eine Schildkröte hier bei uns im Fluss. Ich habe gedacht, die leben in Südamerika oder Asien, dass sie bei uns im Winter überhaupt überleben. Merkwürdig. Ja, den Sturz hat sie gut überstanden. Wir wollten sie eigentlich gerne wieder mit dem Kescher in den Fluss setzen. Aber wir waren so verblüfft, dass wir gar nicht so schnell reagieren konnten, wie die wieder weggelaufen ist. Aber hat sie gut überstanden. Ist euch auch schon mal so etwas Ähnliches passiert? Habt ihr auch schon mal so etwas Ungewöhnliches gefangen? Ich meine, jetzt große Fische, klar. Aber sowas ganz Außergewöhnliches würde mich mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der so ein Glück oder Pech hat, je nachdem, wie man es nimmt. Zielfisch war es ja nun nicht. Ja, das war's. Ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.